Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Dü und Wulli bekämpfen sich hier gerade noch. Mich haben sie ja schon längst ausgeschalten, genauso wie den NPC-Gegner. Und schauen wir mal, wer jetzt von beiden gewinnt. Ich hoffe mal, dass ich dann irgendwann auch mal wieder mitspielen kann. wo ich die Probleme hatte, habe ich das auch gedacht. Ah Mist, jetzt läuft die Aufnahme und du bist draußen und richtig scheiße. Ja. Ja, aber ich denke, das wird sich innerhalb der nächsten paar Sekunden auch erledigen, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Jawohl. Ja, okay, gut. Ich starte meinen Angriff. Es geht los. Aber warte mal, da müssen wir hier mal noch mal die Reiter. Scheiße, die Reiter, Alter. Die Reiter, Junge, Junge, Junge. Aber noch mit den Reitern noch mal ein Stück weg. Okay, gut. Start. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Wo machen wir hin? Machen wir hier hin, setzen wir halt da hin, setzen wir halt. Dann haben wir hier noch was. Dann haben wir hier noch Endalliierte. Sonnenfackel. Ja, machen wir halt das hier noch. Mal gucken, was das macht eigentlich. Ah, das ist so ein Erdbeben, ist das. Ah, okay, alles klar. Gut, auf geht's. Ah ja, Galadriel. Stimmt, hier Galadriel. Komm, mach mal noch was hier. Kommt. Das ist natürlich geil, richtig geil. Mit Galadriel da irgendwas zu machen. Aber okay, gut, das war dann natürlich... Ja... Was soll man also dazu sagen? Es gehört natürlich immer eine Portion Glück dazu. Gut, dass wir Black da ausschalten konnten. Gleich am Anfang. Und ja gut, für mich war es halt etwas glücklich, dass ich halt ja die richtigen Fertigkeiten halt hatte. Ja, und da waren die Zwerge wahrscheinlich auch etwas unterlegener den Elben. Aber so ist das halt manchmal. Dann muss ich mir natürlich nochmal suchen, wo hier Wulli sich da irgendwas... Ah, hier ist noch eine Schmiede und hier ist auch nochmal irgendwie was. Muss ich gleich mal schauen, nicht, dass ich hier, jetzt hier gleich über die ganze Map hier noch rennen muss. Kommen wir her, meine Ents. Gut, dann kann man nur sagen, Glückwunsch an den Dü. War eine schwere Schlacht für alle. Für dich ganz besonders. Ja, natürlich. Ich hatte mit ja, teilweise klar, mit drei Gegnern gleichzeitig zu kämpfen. Das war schon nicht ungünstig. Hat sich aber lange natürlich gehalten. Ja. Oh, also gut. Das habe ich ja auch gedacht, ja. Aber naja, gut. Aber es gehört, ja gut. Das Ende das und einer muss ja verlieren. Dass die Mitte halt natürlich ein bisschen die Arschkarte hat. Ne, das, gut. Das war ja klar. Wir versuchen es jetzt bei der nächsten Karte mal ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal eine 3 gegen 3 Karte, also beziehungsweise eine komplette Dreierkarte. Das heißt jetzt nur wir drei. Schauen mal. Ich muss natürlich erstmal warten, bis die anderen beiden hier wieder in die Lobby kommen. Oder beziehungsweise ich kann ja schon mal einen Spieler stellen. Genau, ich stelle schon mal ein Spiel. Doc. So, mal. Okay, dann 48 Minuten gegen die Schlacht. Was haben wir da? Lorien, Bogenschütze, Gondor, Soldaten und Hüter bei Wulli. Okay. Hüter also bei ich hatte schon auf meinem Kanal gesagt, dass jetzt so ein kleiner Tipp an Wulli mal. Ich konnte ihn, glaube ich, am Ende der zweiten Schlacht, wo er ankam, konnte ich ihn mit meinen Reitern ganz schnell runterhauen. Da hätte er vielleicht ein paar Phalanxen noch bauen sollen. Das wäre vielleicht günstiger gewesen, nur so als Tipp. Okay. Ja. Gut, wir nehmen jetzt hier eine Viererkarte, weil die Dreierkarten, das sind alles größtenteils Festungen. Und das muss jetzt nicht sein, also wird halt eine Karte frei bleiben. Hier der NPC, der fällt heute aus. Wahrscheinlich werden wir aber trotzdem wieder auf dich gehen, weil wir ansonsten im 1 gegen 1 keine Chance haben gegen dich. Wäre natürlich ungünstig für mich. Aber andererseits, ja, natürlich strategisch schon richtig, aber dafür kannst du ja auch den anderen erwischen. Andererseits kann auch Wulli sagen, ja, okay, ja, aber Viererkarte ist ja auch doof. Hast du keine Dreierkarten? Weil da ist bei ja, der eine ist halt dann der Angearschte halt. Weißt du, was ich gesagt habe? Harlindon, naja, gut. Na, eine Viererkarte ohne NPC. Also ein Platz würde frei bleiben, mehr ist es ja nicht. Gut, das, oder das? Na gut, das ist auch ein bisschen doof. Das ist doof. Warum ist das doof? Hier, guck, eine große Karte. Ein Platz bleibt frei. Hier vier Leute drin. Ja, aber so. Der eine kann sich halt noch frei nach rechts oder links halt ausdehnen, weißt du? Na, und der andere auch. Ja, der andere auch. Und der andere, der halt gegenüber ist, der halt ne, auch der den, ja, genau, der bin halt wieder ich wahrscheinlich. Der bin halt wieder. Okay, gut. Na, wir können, dann machen wir es eben so. Mal, nehmen wir eine Sechserkarte. So, dann hat jeder Platz. So. Ja, okay, das ist doch ein fairer Deal. Ne? Ja, genau. Okay, nehmen wir eine Sechserkarte und spielen zu dritt. Viel Platz für alle. Du hast offen noch, glaube ich, dort alles, oder? Oder ist, wenn du das nie offen... Achso, ja, die offen sind ja keine drin, aber die muss ich zumachen, damit
ja, das Spiel sagt oder weiß, dass es da das bereit ist, so vielleicht. Zack. Okay. Ich bin gleich wieder da, ich muss nur noch schnell etwas machen. Gut, dann werden wir mal ja, kurz gut, einen dann Cut unterbrechen reinhauen. Wir hier mal die Folge, genau. Und ja, sehen uns dann gleich wieder. Ciao. Jawohl, bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder und starten in die Folge, beziehungsweise in die, ja, in die Schlacht. Willkommen zurück. Ja, das ist noch mitten in der Folge, wir wollten nicht willkommen, ja, da, wir wissen, sind doch alle noch da, ja, du Pfeife. Meine Güte. Das war ja, stimmt ja. So, jetzt klingelt mein Telefon. Zu allem im Schluss noch. Ja, das muss ich jetzt drück leider... Drück ja, genau, das hab ich. Jetzt ist es zu spät. Ich habe sie gerade angerufen, wenn sie nicht rangeht, ist er selber schuld. So, jetzt ist gut so. So. Kannst jetzt ja nochmal... Jetzt muss er warten. Kannst du ja nochmal grüßen. Nach der Folge dann. Ja, lieben Gruß an meine Schwester, die war, dass der dir gerade angerufen hat. Tut mir ja leid. Oh, ich habe auch schon wieder was Gutes bekommen. Aber heute läuft's bei mir so richtig. Ja, bei mir überhaupt nicht. Aber was will man machen? Ja... So sieht's wohl aus. Was will man machen? Wer braucht einen Baumeister? Ja, so, und da bin ich auch, guter Bauplatz. So, okay, gut, also wir haben auf jeden Fall schon mal die Menschen. Menschenfleisch. Gut, so, Baumeister brauchen wir nicht. So, die Frage ist ja natürlich, wo die ganzen anderen sind. Jetzt gucken wir uns erstmal die Map an, hier so schön. Dann natürlich eine etliche, haben wir hier irgendwelche Positionen. Hier unten ist leider nichts. Ah doch, hier unten ist doch was, klar. Logo. Na, Logenzack. Machen wir uns an die Arbeit. Das Gebäude ist bereit. Also ich denke mal, wir werden dadurch, dass wir eine 6er Map gewählt haben, muss man halt natürlich auch, denke ich mal, ein Stück weit auf jeden Fall die Strategie umändern. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich so machen, dass wir auf jeden Fall doch ein paar mehr Rohstoffgebäude bauen. Ich denke jetzt nicht, dass das sofort irgendjemand auf uns direkt draufgehen wird. Es war jetzt auch nichts zu sehen, dass irgendwie jemand spioniert hat, dann wieder mit Sau ins Auge oder dieses Geräusch, also von Isengard. Oh, hier oben ist doch, oh doch, hier ist ein Sau ins Auge gewesen. Das Gebäude hier, wo sollen wir bauen? An dir wären wir fertig. Was soll ich bauen? Okay, gut, eins bauen wir noch. Das dauert nicht lange. Und dann werden wir uns mal. Also ich weiß jetzt noch nicht, was wir bauen. Also entweder bauen wir wirklich auf Ritter direkt, damit wir wirklich unser Rohstoffgebäude schnell schützen können. Oder wir bauen halt Lanzenträger, um halt auch an den wichtigen Punkten halt unser Rohstoffgebäude zu schützen. Die niemand wegklatscht und auch davon niemand großartig viel Erfahrung bekommt. Das Gebäude ist fertig. So, jetzt bauen wir. Ja, wir bauen erstmal eine Kaserne erstmal. Hier wären wir, haben viel zu tun. Wir müssen uns beeilen. Okay, also er hat jetzt hier, hat er ungefähr. Hier war das Sauer ins Auge, das heißt, ich schätze mal, dass hier auf jeden Fall einer sein wird. Der. Ein Spieler. Das heißt, ich kann jetzt allerdings jetzt nicht sagen, ob das jetzt Woolly ist oder Black. Ich gehe allerdings eher mal von Black aus. Also rein, das heißt, rein strategisch betrachtet haben wir diese beiden Räume wahrscheinlich so für uns frei. Also zumindest den hier auf jeden Fall, denke ich fast. Die Kaserne ist fertig. Was soll ich bauen? Ein guter Bauplatz. So, und da bauen wir doch direkt gleich mal ein paar Gondor-Turmwachen. So, hier ist auf jeden Fall unser Baumeister gerade noch am Werkeln. Und der sollte am besten gleich mal eigentlich mal so Stallungen bauen. Genau, Stallungen bauen wir mal hier hin. Wir haben ja wirklich relativ viel Platz eigentlich. Muss man ja so sagen. So, das heißt, wir schicken unsere Turmwachen direkt mal in diese Richtung, falls da wirklich ein Feind kommen sollte. Dass wir da halt gewappnet sind dafür. Mach den Bauplatz frei! So, da bauen wir doch am besten gleich mal noch ein paar Gondor-Turm dran. Heißen die Dinger. Das heißt, Black wird wahrscheinlich hier sein. Hahaha.
So, weitere Gondor-Turmwachen. Oh ja, ein extrem schweres Wort. Macht eure Waffen bereit. Sind somit geschlüpft. Geschlüpft. Hier wären wir, wo sollen wir bauen? Los, wobei, die Turmwachen, die schicken wir mal hier zu dem Gebäude hin. Mal dauert das Gebäude hier. Nehmen wir mal das Gebäude auf jeden Fall mal mit ein. So, Stallungen sind auch ready. Das heißt, wir brauchen jetzt mal noch einen Schießstand. Das dauert nicht lange. Macht eure Waffen bereit. Bleibt wachsam. Bauen am besten mal noch ein paar Gondor-Turmwachen und bauen auch mal gleich mal schon mal ein paar Gondor-Ritter. So, dann kann man hier das hier auf jeden Fall schon mal upgraden. Das Gebäude hier wäre fertig. Okay, das ist ja halt natürlich jetzt erstmal in erster Linie viel Aufbausimulation gerade. Endlich! Das Gebäude gehört uns! Endlich! Ihr habt das gehört? Endlich! Information bleiben. Wir kämpfen für den Ruhm Gondors! Der Schießstand ist fertig! So, eins bauen wir noch, beziehungsweise zwei werden wir noch bauen und dann werden wir uns wirklich mal auf die Jagd auch machen. Gebiet sichern! Haltet nach dem Feind Ausschau! Das ist das Lager des Feindes! Wo ist das Lager des Feindes? Hier? Formation halten! Ah, da hier ist Wulli. Okay. Okay, da gehen wir ein bisschen mal zurück. Formation halten! Okay, hier sieht man schon, dass wie Black halt sein Auge bewegt. Also ist das definitiv Black. Das ist jetzt natürlich die Frage, die... Warte mal, dann machen wir hier mal... Wer braucht einen Baumeister? Das dauert nicht lange. Also das Auge bewegt sich gerade nicht weiter. So, eins bauen wir noch hier, dann haben wir hier... Ah, okay, hier haben wir auf jeden Fall mal noch die Bogenschützen. Dann warten wir das hier auf jeden Fall mal auf. Ah, hier kann man ja die Dinger bauen, direkt. Stimmt, ja. So, Heldenstatue. Schmiede können wir jetzt noch nicht bauen. Wir werden aber erstmal halt, wie gesagt, bei diesem Rohstoffgebäude hier stehen bleiben. Und werden uns jetzt erstmal mit unseren Reitern erstmal auf jeden Fall mal ein paar Rohstoffgebäude holen. So, das heißt, wenn Black dort spioniert, dann gehen wir mal am besten mal hier in diese Richtung. Einfach um das mal ein bisschen auszukundschaften. Wird erledigt. So, was haben wir eigentlich für Helden? Ah, Gandalf wäre geil, ne? Irgendwann. Wo sollen wir bauen? Ein guter Bauplatz. Männer Gondors. Weiter. So, da bauen wir direkt mal noch ein paar Bogenschützen. Dann haben wir hier noch ein, zwei Soldaten. Wir werden angegriffen. Oh. Oh je. Oh, okay. Kommt, Ritter, kommt! Okay, also er hatte auf jeden Fall dieselbe Idee gehabt wie ich, muss man ja so sagen. Okay, hier kommen natürlich gerade noch ein paar Einheiten. Aber ja, gut, damit kann ich ihn erstmal zumindest etwas zurückhalten. Der Feind hält dies Land besetzt. Das Gebäude ist bereit. Reitet! Oh je, er hat natürlich schon extrem viel gerade. Das ist... Reitet! Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen was. Stehen. So, das heißt, er wird, wenn dann überhaupt, wird er hier auf jeden Fall aufschlagen. Verteidiger des Weißen Baumes! Oh je, oh je, oh je, oh je! Nein, meine Ritter, meine Ritter, meine Ritter, meine Ritter. Oh je, yeah, okay, er hat. Kommt, Ritter, kommt. Das heißt, er hat jetzt auf jeden Fall einen guten Rohstoff überschwung. Okay. So, Wulli. Ah, okay, hier haben wir auf jeden Fall mal den Baumeister. Also, das war jetzt auf jeden Fall genügend Zeit für uns, um erstmal uns hier hinzuziehen. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. So, ja, rein, rennen wir einfach mal drüber. Schön und getrost. Okay, gut. So, Lorient. Reitet! Vorwärts!
Okay, gut, das hatten wir auch. Oh, hier sind Ents. Die Ents, die kloppen hier gerade. Okay, ein Ent. Mit einem Ent hängen, okay. Nun ja, gut, wir haben es jetzt auf jeden Fall schon mal geschafft. Oh je. Oh je, da möchten wir mal lieber nochmal hier unsere Einheiten zusammenziehen hier. So Leute, wir machen jetzt eine kurze Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis denn, tschüss. Tschüss.